Ulf Bilger-Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, erlebt durch die VR-Brille ein virtuelles Feuerwerk. Möglich ist das mit der Virtual Reality Technologie, kurz VR-Technologie genannt. Sie gehört zu den Schlüsseltechnologien von morgen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Landeshauptstadt und Region Hannover, Hannover Impuls, und die Region Hannover haben in diese Zukunftstechnologie investiert. Beide haben jeweils 20.000 Euro in das VR-Laboratorium gesteckt. Das Projekt ist vorerst auf 3 Jahre befristet. In der Venture Villa sollen vor allem Startups auf 160 Quadratmetern alles vorfinden, was sie zur Entwicklung ihrer Produktidee brauchen. Ein großer Vorteil letztendlich, den wir hier abbilden können, ist, wir haben den ganzen Raum über Lighthouse-Systeme getrackt. Sprich, man setzt sich letztendlich nur die Brille auf und kann sich hier wirklich frei bewegen. Und das ist auch immer so letztendlich. Und man muss nicht irgendwie wie bei anderen Coworking Spaces beispielsweise das jedes Mal neu aufbauen, neu kalibrieren. Das frisst relativ viel Zeit. Und da muss man vielleicht noch den Raum teilen mit irgendwie anderen Teams, die mit dem Thema nichts zu tun haben. Das heißt, hier kann man letztendlich einfach reingehen, seinen Laptop anstöpseln, Brille auf und sofort losarbeiten. Die Eröffnung eines VR-Labs in Hannover drängte sich geradezu auf. Keine andere VR-Community in der Bundesrepublik zählt so viele Mitglieder wie die in Hannover. Hier sollen über 1.000 Personen der VR-Szene angehören. Meist sind sie jedoch in Kleingruppen organisiert und haben zudem jeweils unterschiedliche Fokussierungen. Das Wort der Stunde heißt ja Kooperation. Durch gemeinschaftliche Arbeiten entstehen Potenziale und Synergien, nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich. Dies soll auch eine Bühne sein, um mit etablierten Unternehmen stärker noch ins Gespräch zu kommen, wo die auch für sich feststellen können, ist das ein Thema, kann ich das Thema VR in meine Produkte, in die Fernwartung oder was auch immer stärker einbinden. Branchenkenner erwarten allein in Deutschland für das Jahr 2020 einen Umsatz von bis zu 730 Millionen Euro, allein durch die VR-Software. Es lohnt sich aber nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, in die Technologie zu investieren und den technischen Fortschritt voranzutreiben. Virtual Reality bietet auch auf anderen gesellschaftlichen Feldern viele Chancen und Möglichkeiten, zum Beispiel für Bildung und Forschung. Einen Zugang zum VR-Lab erhalten potenzielle Gründer oder Startups aus dem Bereich der Virtual Reality und Augmented Reality über den Projektteilnehmer Venture Villa.